Tag zu einem neuen weiteren Video der Motormafia. Nach der Sommerpause geht es für euch heute weiter mit sehr interessanten Content. Es gibt Motoren-Content. Wir werden, ich sag mal vorsichtig, zwei Betrugsfälle bei einem Verkauf von dem RS3 aufdecken. Meine Freunde, wie ihr sehen könnt, ist hier ein bisschen Klebeband dran. Oh, aua! Ja, es tut auch mir im Herzen weh. Ich möchte und muss an dieser Stelle einfach mal wirklich jetzt eine Lanze brechen und muss da wirklich mal was loswerden. Das ganze Thema ist jetzt nun knapp eine Woche her. Mir ist jemand hinten reingefahren. Es gibt immer noch eine Person, die auf der Intensivstation liegt. Wenn jemand einen Unfall hat, bitte haltet nicht an und fangt an, Fotos zu machen. Ich meine, ich habe da eine ganz klare, straighte Meinung dazu. Ich habe es aber wirklich dieses Mal selber am eigenen Leib spüren müssen, wie krass, penetrant, verachtend das ist, wenn Leute im Straßenverkehr anhalten und einfach anfangen, Fotos zu machen. Und als wäre das noch nie genug, kommt ihr zu mir und das Erste, was ihr sagt, ach Mensch, Sven, ey, das tut mir so leid für dein Auto. Mensch, so ein schönes Auto. Könnt ihr euch vielleicht irgendwie vorstellen, dass man in dem Moment, der RTW steht da, da wird eine Frau notbehandelt drinne. Das sind noch andere beschädigte, verletzte Personen, die da irgendwo mit am Rand stehen. Könnt ihr euch vorstellen, dass das wahrscheinlich in dem Moment für mich das geringste Problem ist, in welchem Zustand das Auto ist? Und der Hit war, dass dann noch jemand kommt und anfängt, von diesem kaputten Auto Fotos zu machen und dann noch quer über den Parkplatz schreit, wo das Auto dann hingeschoben wurde. Krass, das ist ja sogar der Sven. Wow, oh Mensch, da sehe ich dich endlich mal. Du, ich verstehe dich, das ist deine Situation in dem Moment. Und du freust dich wahrscheinlich, mich zu sehen. Meine Situation ist eine andere. Und ich habe dich darauf hingewiesen, dass das, was da gerade passiert, nie cool ist. Und nie böse gemeint, aber bitte geh. Und du nie ablässt. Und du nochmal zu mir kommst und dann noch zu mir sagst, ja, du, aber ich habe dann immer eine Frage. Du, das ist mein Auto hier drüben. Was kostet denn da eine Zylinderkopfinstandsetzung? Ich drück's mal vorsichtig aus, man läuft Gefahr in dem Moment, dass man tatsächlich die Fassung verliert. Das war sicherlich unser beider Glück, dass da von dem Unfallgegner der Sohn noch mit vor Ort war und dich dann nochmal ernst darauf hingewiesen hat, dass es besser ist, wenn du einfach diesen Moment und diese Situation verlässt. Ich muss das jetzt einfach mal loswerden. Ja, das ist ein wichtiges Thema und das betrifft nicht nur mich, das betrifft sicherlich viele andere, die in irgendeiner Art und Weise in den Unfall verwickelt sind. Also vielleicht einfach in dem Moment nachdenken. Das ist nie so schwer, wie es manchmal scheint und muss das so klar an der Stelle ansprechen. Wir werden jetzt in diesem Video sehr, sehr viele Themen anschneiden. Und für uns ist das eine gewisse Herausforderung, einfach letztendlich auch zu wissen, was ist für euch ein interessantes Thema, was mögt ihr nicht. Weil für uns lässt sich das ganz schwer anhand dieses YouTube-Algorithmus erörtern, was ihr wirklich wollt, ja, und was ihr hart feiert. Also USA-Content scheinbar nie. Leider. Ja, die USA-Videos, die mein Philly wirklich mit ganz viel Mühe, mit ganz viel Leidenschaft geschnitten hat, der Marvin und ich, die da letztendlich mehr als nur rumgehasselt sind, um euch auf diese Reise mitzunehmen. Die Videos sind gar nie gelaufen. Also wir haben dort auf die Videos, ich glaube, das maximalste Stand jetzt waren so 6.000, 7.000 Aufrufe. Ein Video hat nur 2.000 Aufrufe, also die gingen total schlecht. Wir wissen, dass wir die nie in 4K gefilmt haben. Auch das ist ein Thema, was natürlich den Algorithmus schwächt. Was aber wiederum auch gar nicht geht, ist halt einfach, also in meinen Augen, sage ich ganz ehrlich, ne, dass jemand drunter schreibt, ja, und wollt ihr uns verarschen und was ist denn mit dem Motormafia-Content? Ganz im Ernst, Motormafia-Content ist wir. Und da ist das egal, ob ich auf dem Ponyhof stehe, ne? Oder ob ich hier einen Motor zerlege und irgendwas aufdecke, wo irgendjemand betrogen wird, das spielt keine Rolle. Entweder du magst uns oder du magst uns nicht. Und wenn nach diesem Video jetzt unser Kanal 10.000 Abonnenten weniger hat, dann ist das so. Wir leben davon nicht, wir machen das für euch, okay? Also bitte vergesst das nicht. Es ist nicht so, dass wir hier ein riesen Kamerateam haben. Das ist der Philipp und ich, die versuchen für euch ganz viel von dem Alltäglichen einzufangen. Also entweder ihr schätzt es oder ihr lasst es. Punkt. Ist mir ganz wichtig, an der Stelle zu sagen. Schreibt mir mal bitte einen Kommentar dazu, ob ihr dazu ein Video sehen wollt. Ihr seht ja, wir machen allgemein auch Unfallinstandsetzung, ne? Weil ich tagtäglich immer wieder feststelle, dass die Leute, denen sowas passiert, dass die Leute 0,0 aufgeklärt sind. Wir haben noch einen Gutachtertermin mit dem Auto. Ich würde den Gutachter tatsächlich auch sicherlich überredet bekommen, vielleicht in das Video mit reinzukommen, dass wir dort einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Schreibt es uns bitte in die Kommentare. Wichtiges Thema. Finde ich auch mega interessant, weil es erzählt ja keiner. Es erzählt ja weder einer in der Schule noch
beim Abschluss deiner Versicherung oder? Naja. Also was lernst du heutzutage noch in der Schule? Also in der Schule muss man ehrlich sagen, in der Schule lernst du ja nichts fürs Leben. Nö, nee, singen und klatschen oder wie? Na? Aber das kann ich gut, ich habe scheinbar aufgepasst in der Schule. Du hast recht, ist tatsächlich so. Dir hilft da keiner damit. Und ich sehe das gerade immer wieder bei älteren Leuten, bei Frauen, bei Männern, die so ein bisschen Cargeist sind, die so ein bisschen Auto, sag ich mal, eine Automacke haben, also so wahrscheinlich wie ihr, ne, die bei uns auf dem Kanal sind. Die wissen da schon Bescheid, aber da gibt es auch ganz viel Halbwissen, gefährliches Halbwissen. Ne? Also wir hatten selbst, ich glaube vor einem Monat oder zwei Monaten, hatten wir die Unterhaltung bei uns in der Firma. Und da ging es um das Thema Kfz-Versicherung. Und was deckt eine Haftpflicht ab? Wofür ist eine Haftpflicht da? Und da war ich echt auch erschrocken, dass auch ein, zwei Leute bei uns im Unternehmen da gar nicht richtig aufgeklärt waren. Schreibt es mal in die Kommentare rein und bitte fragt nie nach, was mit dem Auto ist. Ich kann euch sagen, das Auto sieht von unten verhärmt aus und das Ding wird klump sein. So, jetzt erstmal sieht es aus, als wäre einfach nur Klebeband dran. Sieht jetzt erstmal nicht so verhärmt aus. Ja. Von unten sieht es so aus, als wäre einer mit 60, 70 ungebremst hinten reingeschossen. Lass mal einfach mal so stehen. Ich würde sagen, wir steigern uns jetzt von den Themen. Audi A6 C8, der Kollege hier drüben. Dieses Fahrzeug haben wir vor ja, gut nunmehr einem Jahr angeliefert bekommen. Mit der Diagnose von Audi. Motorschaden, kein Öldruck mehr. Könnt ihr euch bitte drum kümmern. Audi will ein Austauschaggregat einbauen. Wir zu dem Kunden gesagt, hey du, pass mal auf, lass uns hier gerne erstmal vorab prüfen, was haben wir für Möglichkeiten, was können wir machen. Gerade was das Thema Materialverfügbarkeiten anbetrifft. Und jetzt kommt eigentlich der große Hit bei der ganzen Nummer. Materialverfügbarkeiten geprüft, mit Audi telefoniert, dem Kunden gesagt, bring rum die Karre, wir kümmern uns drum, wir gucken uns das an. Dann bereitest du alles vor, fängst an, deine Teile zu bestellen, wartest natürlich dann schon mal ein, zwei Monate, dass deine Kolbenringe kommen. Ne? Verschleißsachen machen wir auch bei so einer Instandsetzung mit neu. Dass deine Kurbelwellenlager kommen, alles da, willst anfangen zusammenzubauen und stellst fest, hey, die Kolbenringe, die du hier von Audi bekommen hast, die passen nicht. Und jetzt fängst du an reinzugehen in das Thema. Guckst mal direkt übers Ersatzteilprogramm, nee, übers Telefon und guckst mal über die Bildtafeln, was es denn wirklich gibt. Und dann siehst du, dass es die Kolbenringe tatsächlich gar nicht einzeln gibt. Da fragst du dich schon, okay, wie kann Audi dir jetzt hier Kolbenringe zuschicken, wo es doch für den Motor gar keine Kolbenringe gibt? Ende vom Lied war, ich habe mit Audi telefoniert und habe gesagt, na, was machen wir da jetzt? Ich sage, die Kolbenringe, die ich da habe, die ihr mir geschickt habt, die passen nicht. Ich weiß nicht, wie der Kollege jetzt hier Kolbenringe rausschicken kann. Auf das Fahrzeug sind gar keine hinterlegt. Ich sage, na, das ist prima. Ich sage, aber ich habe hier einen Motor, ich habe hier einen Kunden, der will sein Auto zurück. Wir haben hier ein 3 Jahre altes Auto mit Motorschaden. Hier muss was passieren. Na, sagt der zu mir, na, da können wir doch nur komplette Kolben nehmen. Ich sage, dann ist es so. Ich sage, dann kostet es halt 1.000, 2.000 Euro mehr. Aber wir müssen irgendwie weiter. Ende vom Lied war, ja, nee, das tut mir leid. Also eine Stunde später kam dann der Rückruf. Also das selbst mit den Kolben, das können wir nicht machen. Weil es sind keine verfügbar, in ganz Europa liegt nichts da und ich habe auch keinen bestätigten Termin, wann dort eine Produktion angeschoben werden soll. Das heißt, du hast einen 3 Jahre alten A6, willst eine Motorrevision machen, wir reden von einem 3 Jahre alten A6 und du kannst das Ding nicht instand setzen. So, jetzt sind wir wieder bei der Schulbildung, ne? Angebot und Nachfrage, das heißt das Angebot für die Kolbenringe und Kolben ist nicht da, die Nachfrage allerdings schon, was passiert? Herzlichen Glückwunsch, lieber Kunde, kannst einen kompletten Motor kaufen. Ich würde jetzt hier an der Stelle einfach mal Raum für Spekulation lassen. Das ist krass, oder? Wir reden über ein 3 Jahre altes Auto. Verhärmt. Gut, ansonsten, lass uns gerne mal weitergehen nach hier hinten. Was haben wir hier? Ein schönen Sleeper. Ach, der 1.9er. Na, da geht's Herz auf, ne, hinter der Kamera. Also Leute, wir haben hier einen 1.9er TDI aus einem VW Beetle. Ja, von einem Kunden, der hat uns kontaktiert und hat gesagt, so, wie sieht's denn aus? Zu dem Auto gibt's auch tatsächlich jetzt eine längere Geschichte, da möchte ich in dem Video aber gar nicht so drauf eingehen. Hier würde ich einfach sagen, bitte gleiches Prinzip wie beim Audi. Wenn ihr Bock habt, dass wir dazu ein gesondertes Video machen, schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentare. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass das tatsächlich ein interessantes Thema ist. Auto hat jetzt aktuell schon 250 PS. Interesse des Kunden ist es, 300 bzw. 300 plus zu haben. Was denkst du, wie alt der Kunde ist? Möchte nicht 30? Ich schätze noch mal. 50? Schätze noch mal. 6? Ja, Kunde, mega cool. Und weißt du, warum er diesen Beetle fährt und warum er das unbedingt gemacht haben will? Weil es für ihn das Schönste ist, auf der Autobahn die zu verkesseln, die null damit rechnen. Das ist so ein Beetle schon gut dafür geeignet, ja. Schätzt, siehst du null.
Ich meine, das Ding hat außen auch noch Rost. Und also wirklich, das ist ein kompletter Sleeper. Und dann stell dir vor, der latscht mit dem 1,9er Pumpe Düse. Battle to the Metal. Und dann kommt eine schwarze Wolke raus. Und du fährst mit einem, was weiß ich nicht, TTRS daneben oder keine Ahnung. Und das Ding fährt einfach mit. Dann verstehst du die Welt nicht mehr. Ja, ansonsten bei dem Thema, lass gerne hier reingucken. Hier habe ich gestern angefangen zu zerlegen. Ich zeig dir nochmal den Zahnriemen. Ui, bisschen Zahnausfall. Aha, ist auch gut, dass wir den also reingeschoben haben. Der war lange nicht beim Zahnarzt und ihr wisst, wie das ist, da fallen die Zähne dann auch gerne mal aus. Ja, ansonsten, man kann es, denke ich, relativ deutlich sehen. Kolben und Ventile haben eine Einheit gebildet. Die hatten sich lieb quasi. Ja, so wie es ausschaut, haben wir auch noch einen Bläulagerschaden dazu. Beim Diesel ist natürlich das Thema Kolbenüberstand extrem wichtig. Ne? Müsst ihr euch vorstellen, der Kolbenüberstand definiert ja unsere Kompression und wir haben ja beim Diesel einen Selbstzünder. Das heißt, es ist ein extrem wichtig, entscheidendes Maß, wie hoch unsere Kolben kommen. Interessant ist auch, dass ich eine Zylinderkopfdichtung mit einer Kerbe drin hatte und wir aber einfach mal 1,5 Zehntel Millimeter höheren Kolbenüberstand haben, sodass wir hätten eigentlich 3 Kerben fahren müssen. Hier habe ich auch eine riesen E-Mail, riesen Schriftverlauf. Hier waren, glaube ich, auch schon mal 2 andere Firmen dran an dem Motor. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr hier mehr dazu wissen wollt, ob das letztendlich auch ein Projekt ist, was euch interessiert. Ja? Leute, Audi RS3. Mein lieber Dominik hat das Auto, ich glaube, im September, Oktober letzten Jahres gekauft. Für, laut seiner Aussage, einen relativ günstigen, guten Kurs. Hat aber das Problem, dass er keine Probefahrt machen konnte mit dem Fahrzeug vor Ort, weil Starkregen, gefühlt ein halber Hurricane und hat gesagt, war einfach null möglich und hatte auch Angst, dass irgendwas durch rumfliegende Äste mit seinem Auto passiert. Ende vom Lied war, die haben das Ding auf den Trailer geladen, er hat das Ding gekauft. Die Verkäufer haben ihm noch mitgeteilt, nee, du, Service und so ist alles gemacht, wir haben auch noch mal frisches Öl drauf gepackt und hast auf jeden Fall Spaß mit dem Gerät. 1000 Kilometer später ist das. Das geschulte Auge kann das jetzt sehen, was hier los ist. Mhm. So sollte es aussehen. Auch das Ungeschulte kann das, denke ich, sehen. Ja. So, mein lieber Dominik hat es wirklich tatsächlich auf die Kette gekriegt, das Ding anzumelden, einen Tag mit dem Auto zu fahren. Und nach einem Tag hatte das Auto die ersten Fehlermeldungen. Position Kurbelwelle zu Position Nockenwelle, unplausibles Signal. Und Frühvorstellung, Einlass, Nockenwelle, fehlerhaft. So, was hat der Dominik gemacht? Er hat gesagt, alles klar, du komm, ich trete mir jetzt nicht auf die Füße, hab das Ding für einen guten, fairen Kurs bekommen. Ich lasse jetzt die Steuerkette samt Nockenwellenversteller erneuern. Gesagt, getan. Kette neu, Nockenwellenversteller neu. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt in dem Thema, weiß, dass wir dort beim RS3 auch mal ganz schnell über 2.000, 3.000, 4.000 Euro reden können. Das Auto abgeholt in der Werkstatt. Eigentlich die Geschichte ist zu krass. Gefahren mit dem Ding und ich glaube, 2 Tage hat es noch gehalten. Und dann hatte er ein brutales, schlagendes, klopfendes Geräusch aus dem Motorraum. Erster Gedankengang. Sehr schön. Mit der Kette haut irgendwas nie hin. Auf die Bühne genommen das Auto, Öl abgelassen, Späne im Öl. Auto zu uns gekommen, Motor von uns nochmal befundet, Motor ausgebaut, Bläulagerschaden, ganz klar. Und jeder, der sich mit dem Thema auskennt, der sieht auch hier und anhand der Lagerschale, dass das ein Thema ist, was jetzt nie innerhalb von 2 Kilometern auftritt, sondern dass das ein Prozess ist. Ne? Die Welle ist ringsrum, wir haben ja kaum noch Radius drin oder gar keinen Radius mehr. Das heißt, das Ding hat schon eine ganze Weile gekloppt und eine ganze Weile geschlagen. Jetzt ist das natürlich von mir eine äußerst mutige Theorie, da in irgendeiner Art und Weise jemanden irgendwas zu unterstellen. Aber ich sage euch, nach meiner Erfahrung und nach meiner Einschätzung, ja, nach meiner objektiven, ist das hier ganz klar ein Betrug am Kunden. Dem Kunden dann noch zu erzählen, wir haben hier einen frischen Ölwechsel gemacht und du hast ein frisches Öl drin. Ich kann dir ganz genau sagen, was die gemacht haben. Die haben einen Ölwechsel gemacht, die haben festgestellt, dass dort schöne Späne drin sind und haben sich dann dafür entschieden, die Fahrer einfach zu verkaufen. Und das auch noch für einen Schleuderpreis, dass das Ding ja schnell weg ist und im Idealfall, dass keiner ein schlechtes Gewissen hat und sich danach meldet. So schaut's aus. So, das Ende vom Lied ist jetzt. Nächstes Video, oder? Das würde jetzt wahrscheinlich auch einen Rahmen sprengen. Könnten wir, weil wir haben noch ein paar Sachen und der Dominik hat sich tatsächlich auch bereit erklärt, in dem Video mit reinzukommen, um zu dem Thema vielleicht auch was dazu zu sagen. Und ich denke, das wäre für euch auch mal ganz gut, wenn ihr dort vielleicht auch einfach mal einen Kunden mit vor der Kamera habt, um zu sehen, dass ich mir das hier nicht aus den Fingern sauge, sondern dass das wirklich daily Business ist. Ich muss auch ehrlich sagen, so mittlerweile fängst du an, echt abzustumpfen. Ne? Vor allem, wenn du jeden Tag gefühlt so einen Müll hast. Jetzt wird der ein oder andere wieder drunter schreiben, ja, bei euch ist ja nur so ein Müll. Das ist überall so. Das ist egal, ob du hier bist und nicht. Oder ob du woanders bist, das spielt keine Rolle. Das hast du überall. Hallo, Herr Wolton. Guten Tag, hallo. Na, entschuldigen Sie, hier drin riecht es ein bisschen nach Peng Peng.
Ansonsten, ich würde sagen, das Ding braucht man gar nicht so großartig ausschlachten. 1,8er TSI, nach wie vor Dauerläufer bei uns. Ölverbrauch, also für all diejenigen, die ein A4, ein A5, ein Q5 haben, bei denen ist es letztendlich eigentlich immer so das gängigste Thema. 1,8er TSI, 2,0 TSI, Ölverbrauch, Klassiker, dürft ihr euch melden. Werden wir aber sicherlich auch noch mal ein paar gesonderte Videos zu machen, einfach um da ein bisschen aufzuklären. Und ich glaube, die letzten wirklich intensiven Videos dazu sind auch schon über 3 Jahre her. Ne? Aber die Problematik hat sich halt auch einfach immer noch nie geändert. Warte kurz. Tschüssi, Herr Wolton. Tschüssi, nicht? Tschüssi, ne? Da sind wir wieder bei dem RS3-Thema. Wir brauchen uns ja nichts vormachen. Die Leute stellen einen Mangel an ihrem Fahrzeug fest. Es steht die Entscheidung im Raum, gebe ich jetzt 5.000, 6.000, 7.000 Euro aus? Weil mit 4.000 Euro bei so einer Übung kommst du mittlerweile nicht mehr hin, bei dem, was wir an Materialpreisen, Steigerungen haben und allgemein gestiegenen Kosten ringsum. Und was machen die Leute? Die entscheiden, lasse ich das Auto reparieren. Das Auto ist vielleicht nur noch 8.000 Euro wert, ne? Marktpreis, bei Mobil ein bisschen gegengeprüft. Oder ich lasse es instand setzen für eine 6 oder für eine 7. Ja, so viel Geld habe ich nie, so viel Geld gebe ich nie aus. Letztendlich passiert Folgendes, das Auto wird verkauft. So, und jetzt gehen wir wieder raus in die Gesellschaft und gucken einfach mal, wie viele Leute sind wirklich tatsächlich noch ehrlich. Das sind die wenigsten, die versuchen alle mit dem Arsch an die Wand zu kommen. Das ist das gleiche Thema wie hier. Wisst ihr, wie viele Leute bei diesem Unfall am Straßenrand gestanden haben und gesehen haben, was da passiert ist? Und jetzt könnt ihr mal raten, wie viele Leute da geblieben sind, um eine Zeugenaussage zu tätigen. Ein einziger ist da geblieben. Ein einziger ist da geblieben, um eine Zeugenaussage zu machen, was bei diesem Unfall tatsächlich passiert ist. Einer von gefühlt 10, 15 Leuten, die dort am Straßenrand gestanden haben. Und ich kann euch sagen, in der Situation, wo es passiert ist, das war Zeitlupe für mich, die haben alle hingeguckt. Kein einziges ist geblieben. Kein einziges, bis auf diesen netten Herrn. So viel zu dem Thema Ehrlichkeit, Zivilcourage. Und so ist das letztendlich auch mit den gebrauchten Autos. Das abschließend dazu. Was war jetzt noch mit dem anderen RS3? Mit dem anderen RS3. Das ist der Patient hier drüben. Dort kann ich jetzt noch nicht ganz so viel dazu sagen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr dazu auch ein gesondertes Video haben wollt. Kunde, Auto letztes Jahr gekauft im September, Oktober. Mit dem Auto 3000 Kilometer gefahren. Das Auto in die Garage gestellt, das Auto rausgeholt. Vorgefahren, festgestellt, Ölfleck unterm Auto. Ich muss nur gucken, dass ich es sauber zusammenkriege. Audi sollte bitte eine Diagnose machen, wo der Ölverlust herkommt. Audi hat gesagt, wissen wir nicht, können wir nicht sehen. Wir haben einen Abtropfen über einen Winkeltrieb nach unten. Der Kunde hat seine Unterlagen geprüft und recherchiert und hat einen Entschuldigung, ich war gerade einfach ganz dezent irritiert, dass dort hinten eine Kuh rauskommt. Bei dem letzten Inspektionsservice von 2022 den Servicebericht gesehen und hat in dem Servicebericht festgestellt, dass Audi letztes Jahr schon festgestellt hat, im Zuge der Inspektion, dass der Motor eine gravierende Ölundichtigkeit hat. So, und jetzt kannst du mal raten, was der Verkäufer in den Kaufvertrag reingeschrieben hat und was er nicht reingeschrieben hat. Ölverlust wird wahrscheinlich keiner drin gestanden haben. Richtig. Das erste Thema, sind wir wieder bei dem Thema Ehrlichkeit, Gebrauchtwagenverkauf. Jetzt kommen wir aber vielleicht ein Stück weit mal zu dem rechtlichen Thema. Ihr seid verpflichtet, darauf hinzuweisen, auch wenn ihr privat ein Auto verkauft mittlerweile. Ansonsten nennt man so ein Thema Arglist. Vor allen Dingen, wenn es dann auch noch anhand eines Serviceberichtes, den ich mitgebe, nachweisbar ist. Ich will da auch niemanden irgendwas unterstellen jetzt, null. Ne? Aber einfach mal wirken lassen, die Situation. Aber es kommt noch besser. Der Kunde hat das Auto zu Audi gestellt mit der Bitte um Diagnose. Audi konnte leider nicht feststellen, wo die Ölundichtigkeit herkam und hat Kontrastmittel in das Öl gefüllt. Hä? Das habe ich ja noch nie gehört. Ich tatsächlich auch nicht, muss ich ehrlich gestehen, aber das heißt ja nicht, dass es das nie geben kann. Klimakontrastmittel, oder? Genau, so dass man mit der UV-Lampe und der gelben UV-Brille sozusagen prüfen kann, wo es denn schimmert dann und wo es denn herkommt. What? Jupp. Der Kunde hat letztendlich sein RS3 nach 13 Stunden, wir schreiben eine 1 und eine 3, nach 13 Stunden Diagnose für einen Ölverlust bei dem Audi-Händler in Baden-Württemberg abgeholt. Und war immer noch nicht schlauer, oder? Doch, man hat ihn darauf hingewiesen, dass der Zylinderkopf gerissen wäre. Am Auslasskanal, da läuft Öl rein. Der Kunde hat die 13 Stunden Diagnose bezahlen müssen, um sein Auto dort auszuliefern oder rauszuholen. Ich denke, der Rest geht dann auch zu weit in die Tiefe. Ja, das, wie gesagt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Das war jetzt erstmal für euch erstmal wieder so ein Reinkommen-Video nach unserer Sommerpause, nach unserer Urlaubszeit. Ich denke, wir haben euch trotz alledem mit unseren USA-Videos für diejenigen, die es geschaut haben, haben wir euch trotzdem gut unterhalten, haben euch nie komplett trocken sitzen lassen.
Für diejenigen, die es nicht gesehen haben, das kann durchaus möglich sein. Wie gesagt, der YouTube-Algorithmus hat es tatsächlich null gepusht. Schaut gerne mal auf unserem Kanal. Wir finden, es sind wirklich schöne Videos. Videos, die ganz viel von uns widerspiegeln. Auch wenn der Ton scheiße ist, aber das ist an der Stelle einfach zu verzeihen. Aber wenn ihr die Videos guckt, wisst ihr auch, warum wir dieses Tonproblem hatten. Die USA-Reise war die Ursache tatsächlich dafür, dass wir ein defektes Mikrofon hatten. Ich würde erst mal an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt uns bitte mal richtig fleißig in die Kommentare, zu was ihr vielleicht ein Video sehen wollt, was euch allgemein interessiert. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis demnächst in diesem Kino. Ciao.